Am nächsten Tag ist das Piece dann da. Was für ein Piece? Das sind 2 bis 3 Gramm Haschisch. Kostet zurzeit 50 Mark. Yo, es ist wieder Zeit für TKKG. Dieses Mal 3 unterschiedliche Kategorien. Wir starten mit Tarzans brachialer Kampfaction, gehen dann über zu kurzen Ausschnitten, in denen zum Ausdruck kommt, dass Tarzan nicht nur in Bezug auf Kämpfen, sondern einfach insgesamt der geilste ist. Ein absoluter Alpha-Typ, Anführer, Saubermann, politisch korrekt und so weiter, intelligent. Naja, und zu guter Letzt dann noch ein kleiner Zusammenschnitt von sonstigen lustigen, absurden, verwirrenden oder ja, bemerkenswerten Sprüchen, die ich beim Hören sammeln konnte. Viel Spaß. Los, ab dafür! Wenn Sie das Gewehr heben, würde ich mich bedroht fühlen. Und ich bin der beste Judokämpfer meines Jahrgangs. Es ginge schlecht aus für Sie. Schwinde, du! Von wegen, mit euch werde ich einmal fertig. Und eure Masken helfen euch gar nichts. Sie sind gleich runter. Habt ihr schon mal was von Judo gehört? Los, den machen wir fertig. Auf ihn! Oh, verdammt, er hat mich! Fährst du heute mit dem Notarztwagen nach Hause? Ich hau dir gleich was hinter die Ohren. Na, das würde ich an ihrer Stelle nicht tun. Ich hau nämlich zurück. Lass mich! Verdammt, mein Arm! Wenn du nicht ruhig bist, Kauper, kugel ich dir den Arm aus und das tut verdammt weh, klar? Toll, wie du ihn flachgelegt hast, Tarzan. Du verdammter Hund! Wenn du, glaube ich, auch nur ein Haar kommst, bring ich dich um! Das ist der Rotzbengel! Hau ihn zusammen, Jens! Komm nur her! Ah! So, die beiden sind erledigt. Er ist bärenstark und einer der besten Judo-Kämpfer der Stadt. Er hat schon den braunen Gürtel. Mit ein bisschen Judo geht alles besser. Man legt die größten und die stärksten Burschen aufs Kreuz. Siehst du, ganz mühelos. Und Kraft gehört überhaupt nicht dazu. Dafür wirst du bezahlen. Gernot, komm her! Dieser Typ mit dem Tee auf dem Pulli ist da. Niemand rührt sich. Da liegt Nussknackergesicht. Solang wir es... Gegen Judo kann er ihm nichts ausrichten. Was fällt dir ein? Dir verpasse ich eins, dass du vergisst, ob du jung oder Mädchen bist, du Lümmel. Au! Au! So, mein Lieber, keine Bewegung. Sonst kugel ich dir den Arm aus. Lass mich los! Au, mein Arm! Kein Widerstand, sonst werde ich grob. Das waren übrigens jene Ganoven, die die Mörsergranaten an sich gebracht haben. Einer liegt hier und träumt von Judogriffen. So. Lohmann wäre auch erledigt. Der träumt für eine Weile. Lam ist der Inhaber des China-Restaurants Hongkong in der Altmarktstraße. Lam ist ein Kung-Fu-Meister, bei dem Tim neuerdings trainiert. Mhm. Ja, und? Ich bin ganz gut in Judo. Dem nehme ich das Geld ab, bevor er weiß, wo es lang geht. Kommissar Glockner, schade. Sie kommen zu früh. Ich hätte mich gern noch ein wenig mit diesen Typen geprügelt. Dann schluck Tim zu. Ich kaufe nichts. Wenn Sie Widerstand leisten, haue ich Ihnen eine rein. Was? Und dazu hätte ich große Lust. Ich trainiere ja 5 Stunden in der Woche Kampftechnik. Los, gib's ihm! Ja! Achim! Ich glaube, wir haben uns verstanden, Freunde. Das war ein gesprungener Vorwärtstritt. Meine Spezialität, alles klar? Ich werde wirklich brutal. Ich kenne kein Mitleid. Wenn du nicht redest, lass ich die Bestie raus. Er wird gefesselt, geknebelt und in einem der Kellerräume gelagert. Einverstanden. Das stört er nicht. Freundchen, du sagst mir jetzt sofort, was ich wissen will. Loslassen, Meister. Ich mag sowas nicht. Au! Gehen Sie unter die Dusche, wenn Sie wieder stehen können. Sowas macht frisch. Kommt, Freunde. Mann, dem hast du eins geknallt. Was ist mit Hassan und Ali? Die träumen. Wovon weiß ich nicht.
Hat es sich schon bis zu dir rumgesprochen, dass es lebensgefährlich ist, mich zu verscheißern? Das war ein Low-Kick. So nennt man den Tritt in die Kniekehle. Ach. Mit seinen Fäusten möchte ich nicht noch einmal in Berührung kommen. Mist, Kerl. Wenn du nicht sofort die Wahrheit sagst, breche ich dir auch noch das andere Bein. Du versuchst sie am Mitkommen zu hindern, prügel ich dir die Eingeweide raus. Also halt endlich den Sabbel. Aber ich werde mich lautlos wie ein Schatten bewegen. Naja, uns geht es ja nichts an. Wenn ein Unrecht geschieht und du Zeuge wirst, geht es dich immer was an, Klößchen. Ich sehe nicht weg, wenn eine solche Gemeinheit passiert. Den Rothaarigen schnapp ich mir. Gegen die Thyssen sagt niemand was, die haben zu viel Geld. Was? Das würde mich doch nicht beeindrucken. Vor Reichtum bucken? So weit kommt's noch. Ich hab was gegen Rücksichtslosigkeit. Sie haben mein Rennrad umgeworfen. Es könnte sein, dass etwas kaputt ist. Aber Sie bleiben, bis ich mich überzeugt habe, dass mein Rad noch heil ist. Steck's dir an den Hut, dein blödes Rad. Mal sehen. Nur ein paar Schramm. Ich bin nicht pingelig, aber es muss gerecht zugehen. Ich dir den Hals mit einem dämlichen Rennrad. Hier aus. Das riecht so nach Schnaps und kaltem Rauch. Danke, Tarzan. Du hast deine Sache gut gemacht. Kommen Sie, wir fahren zum Präsidium. Ach ja, Tarzan. Jedenfalls wollte ich euch einladen, übermorgen Sonntag früh im Steinbruch draußen, da lasse ich eine Bombe hochgehen, dass die jungen Felsen zittern. Ihr kommt doch. Schon um für die nötige Sicherheit zu sorgen, Absperrung der Gegend und so. Vergiss das nicht. Es könnten Spaziergänger in der Nähe sein. Es muss amtlich weitergehen. Aus dir wird mal was, Peter. Du weißt, was du willst. Das weiß ich. Sind Sie Tatsa? Ja. Eine Schande sind sie für unseren Sport. Zum richtigen Judo gehört auch die Gesinnung. Einbrechen und klauen, das ist ein mieser Zug. Tut mir leid, Sportsfreundin. Jetzt geht's ab hinter Gitter. Ich steig mal eben aufs Dach raus, Dr. Knut. Wir müssen wissen, ob da überhaupt Bilder hängen. Was? Bist du verrückt? Du willst doch wohl nicht einbrechen. Klar, warum denn nicht? Klettern ist meine Spezialität. Auch daher habe ich meinen Spitznamen. Tarzan hockte auf dem Bett und spielte mit sich selbst Schach. Ich schieß doch nicht auf Menschen. Das würde ich nie tun. Bestimmt nicht. Wirklich nicht? Ach, wart's nur ab. Das ist nur eine Frage der Zeit. Wer mit Waffen rumspielt, legt irgendwann auch auf Menschen an. Das ist gefährlich. Wir müssen das Heroin vor allem sicherstellen. Karsten und Sauerlich, wie hat sich der Internatsschüler zu verhalten? Stets und ständig. Untadelig. Untadelig, richtig. Und was gehört dazu? Karsten. Sie meinen sicherlich Gehorsam. Aber da kann man geteilter Meinung sein. Gehorsam ist was für Duckmäuser. Auch ein Schüler darf kritisch prüfen, ob eine Anweisung gut und richtig ist. Nur so entwickelt sich der Schüler zur Persönlichkeit. Diese Haltung halte ich für untadelig. Hau bloß ab, mir steht der Sinn nicht nach Skinheads. Immer sachte, du verhinderter Tarzan. Sonst zeige ich dir mal, wie meine Kette schmeckt. Er
wer sich gegen das Gesetz vergeht, der muss eben für den Schaden aufkommen, den er anrichtet. Das ist ganz richtig so. Du denkst schnell und folgerichtig, Tim. Immer diese Gastarbeiter. Die Türken machen den Müll und die Spanier breiten sich in der Gartenpflege aus. Eine Plage ist das. Wir haben nichts gegen Ausländer. Das sind Menschen wie wir. Sie kommen nur aus wirtschaftlich schwächeren Ländern. Das ist alles. Inzwischen habe ich meine Gehirnzellen in Gang gesetzt. Tim, geht es wirklich ohne Polizei? Mit Gabis Vater lief es am besten, aber Kommissar Glockner ist leider auf einem Lehrgang in Wien. Und seine Kollegen? Nein, danke. Wir haschen nur ganz wenig, Tim. Nicht wahr, Dirk? Ja. Nur gelegentlich. Wir können jeden Moment damit aufhören. Mir flattert das Hemd. Kann ich nicht noch einen Joint rauchen, bevor ich... Wenn ich dich dabei erwische, hau ich dich unangespitzt in die Erde. Zocken. Das ist ein Ganoven-Ausdruck für Spielen. Glücksspiele. Bei denen es um hohe Einsätze geht. Die TKKG-Freunde, Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi, kehrten von einer Wanderung zurück. Diese war herrlich gewesen. Hast du alles? Die Handschellen? Den Gummiknüppel? Ja, hab ich. Du folgst uns. Bei der Blitzbuche biegen wir in einen Seitenweg ab. Da passiert es dann. Alles klar, Robert. Und sei pünktlich. Pünktlich wie die Bundesbahn, Robert. Um Himmels Willen, Ute. Pünktlich, habe ich gesagt. Du willst doch, dass es klappt. Jetzt brauche ich einen Cognac. Hier steht einer. Bitte, einen doppelten. Danke. Die Götze hat Harry dazu veranlasst. Hexerei ist das, jawohl. Noch ein Wort, Herr Jochon. Ich lasse Sie durch Gerichtsbeschluss auf Ihren Geisteszustand untersuchen. Ich arbeite als Masseuse, aber eigentlich bin ich Schauspielerin. Nur keine Panik. Die Bombe explodiert ja nicht gleich. Geht bitte zu zweit. Und auf den Gängeln nicht drängeln. Wir schaffen es schon. Ein Atomkrieg wäre schlimmer. Und nehmt eine Taschenlampe mit, wenn ihr zur Laube fahrt. In den Schrebergarten ist es duster wie in einem Hühnerpopo. Hallo Tarzan. Hallo Gabi. Hallo Freunde. Die Bombe ist draußen. Oh Mann, keine Sekunde zu früh. Wenn die hier im Studio explodiert wäre. Es war nur eine sehr kleine Bombe, aber immerhin. Tarzan, das hast du toll gemacht. Der Geisteskranke wurde von niemandem gehasst. Sogar seine Opfer empfanden Mitleid mit ihm, nachdem der Schreck überwunden war. Er wurde in eine Anstalt gebracht, wo er den Rest seiner Tage verdämmerte. Ich glaube, mein Hamster wohnt. Alles, was ich habe, ist dies hier. Leberwurst. Guten Appetit. Boah! Das Leben ist beinahe so ungerecht wie die Pauke in der Schule. Ich glaube, mein Hamster bodert. Alle Fußgänger und Radfahrer müssen vernichtet werden. Sehr richtig. Kommen Sie mit zur nächsten Telefonzelle. Ich telefoniere und lasse einen neuen Schlüssel kommen. Na gut. Aber wenn es nicht klappt, werde ich böse. Ach, das klappt.
Na, jetzt mal wieder Maulaffenpfeil? Das geht dich gar nichts an, Kleiner. Meine Schwester Julia. Sie ist 22 und enorm auf Draht. Gabi war beim Friseur gewesen. Tim blickte Klößchen noch eine Weile nach, dann tigerte er zum grauen Reaktor hinüber, einem Nebenbau des Internats, in dem sich das Dienstzimmer der Schulschwester befand. Und da stand ich plötzlich hier mitten im Haschischkraut. Ich habe sofort gesehen, was das ist, weil ich ein Buch habe über Cannabispflanzen. Da steht auch drin, wie man alles verwertet. Die Chinesen sehen ohne Brillen wie Gangster aus. Entschuldigung, mir ist eben mein Hund weggelaufen. Haben Sie einen schwarz-weißen Cockerspanier gesehen? Je ne parle pas allemand, ton charter gueule, ich nicht verstehen. Schon gut, ja, du mich auch. Entschuldigung, mir ist eben mein Hund weggelaufen. Haben Sie einen schwarz-weißen Cockerspanier gesehen? Mensch, Junge, dir fehlt doch nur dein Hund, aber mir ist meine Frau abhandengekommen. Irgendwo ist meine Frau verschwunden. Wenn ich nur wüsste, wo. Wie heißt denn dein Hund? Oskar. Meine Frau heißt Gertrud. Oskar ist schwarz-weiß und hat lange Schlappohren. Meine Frau ist blond. Verzeihung, Sie sonnen sich gerade, aber vielleicht haben Sie trotzdem meinen Hund gesehen, einen schwarz-weißen Cockerspaniel. Er ist mir entlaufen. Cockerspaniel? Was ist denn das? Ich sehe nur Mäuse. Und die sind nicht schwarz-weiß, sondern weiß. Sie sollten nicht so lange in der Sonne sitzen. Das ist schädlich für die Leber. Was? Das auch? Sie kommen gerade vom großen Nabel runter. Haben Sie vielleicht dort oder in der Halle einen Hund gesehen? Ich hasse Hunde. Ich hasse sie. Ich wünsche mir eine Welt ohne Hunde. Schon 19 Mal hat mich so ein verdammtes Mistvieh gebissen. Eines Tages werden sie mich fressen. Ich hasse diese Viecher. Okay, um dich zu trösten, werde ich 2 Tafeln essen. Nur damit du beruhigt bist. Gib mir ausnahmsweise auch ein Stück. Nö,